Brauche aber viel mehr Bambus. Die Kokosnüsse sind gut, die kann ich nämlich dann einsetzen, sobald wir wieder vorhaben, weiterzugehen. Dann muss ich nämlich nicht mit halber Gesundheit rumlaufen. Im Fall, dass wir doch... Ich weiß, dass da hinten bei diesem Lager war ja so ein... Oh, guck mal, da sind Kokosnüsse oben. Kann ich die runterschießen? Mit einer Fackel bestimmt nicht. Wo ist mein Bogen? Ach so, natürlich, es geht auf die Ausdauer. Ja, das geht. Oh, wie geil. Jetzt haben wir 3 Kokosnüsse. Das ist wirklich sehr praktisch und ich muss gleich unbedingt schlafen. Sonst kippe ich wieder aus den Latschen. Dann habe ich wieder einen Wurm. Unter Umständen. Beziehungsweise leiden wir dann an Schlaflosigkeiten, das ist ja auch wieder blöd. Ich hätte jetzt gern wieder ein paar von diesen schönen Pilzen, die unsere Gesundheit erhöhen. Bambusrahmen hergestellt. Okay, schauen wir mal, wie das funktioniert. Das interessiert mich jetzt schon noch. Ausschlag, klar. Rahmen, Bambusrahmen. Ich baue jetzt aber alles aus Bambus. Bambuswand. Und eine Wand. Hütte. Bambushütte. Aha. Kann ich hier noch einen Rahmen dran pflanzen? Boah. Mal so. Ja, ich kann meine... Das heißt, ich kann beliebig groß eine Hütte hier bauen. Das finde ich toll. Das wird aber echt viel Arbeit sein. Klar, ich habe jetzt hier alles gerodet. Vielleicht kann man später noch Lager in seine Hütten bauen und sowas. Das wäre natürlich sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier endlos Scheiter und anderes Zeug herholen. Denn wir werden es eh brauchen und ich muss dringend ins Bett. Wenn jetzt nämlich einer von denen kommt und mich angreift, kann ich mich nicht mal wehren. Ich kann nicht mal mehr springen. Okay, wir haben absolut keine Sicht, aber uns geht's gut. Ich muss unbedingt was essen. Ich habe noch die Klapperschlange hier. Und ehrlich gesagt, ich esse jetzt mal einen Schokoriegel. Und ehe sie verfallen, diese Früchte, die halten nämlich auch noch ein paar Stunden. Und da ich jetzt gut... Oh, hier, ich kann auch Chips essen. Yes, es geht schon wieder ganz gut. Ja, gar nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall später auch noch haufenweise Blätter brauchen. Schön, ich schlag unten rein und oben geht's kaputt. Typische Spielelogik. Was halt immer noch ein bisschen blöd ist, ich sehe es mitunter sehr wenig. Ein Glück habe ich... Also stellt euch mal vor, ich hätte diesen Unterstand hier nicht hergebaut. Klar, aus speichertechnischen Gründen habe ich den schon gebaut. Aber... Auch weil ich wusste, dass wir ein bisschen länger unterwegs sein müssen. Ich glaube, wir können dann später eine echt schöne Hütte draus bauen.
Aber ich werde wahrscheinlich früher. Ich bin voller Egel. Ich werde wahrscheinlich später. Ich sehe absolut keine Egel, weil es zu dunkel ist. Vielleicht habe ich sie am Arm. Was ist das da? Unser Ellenbogen ist ganz trocken. Wir brauchen Krebe. Da sind zwei Egel. Da ist der dritte. Ein Glück glitzern die im Licht. Wasser kann man ja problemlos immer nutzen. Der Ausschlag ist wenigstens auch schon weg. Die Machete ist schon ziemlich lediert. Ich muss aber auch sagen, dass wir gerade sehr, sehr viel mit der arbeiten. Wäre es natürlich praktisch, wenn man wie in The Long Dark einfach einen Wetzstein nimmt und das Ding wieder repariert, aber es ist ja nicht The Long Dark, es ist ein eigenes Spiel. Und ich finde es auch toll, ich finde es auch schön, dass ich jetzt eine Hütte bauen kann. Das gab es im Stranded, gibt es die Möglichkeit ja auch, dass man selbstständig eine Hütte bauen kann. Bloß wurde da auch leider nicht sehr viel gemacht, was man reinsetzen kann, leider. Ein Bett und solche Sachen, aber ansonsten... Gut. Die Bambusscheiter haben wir jetzt. Brauchen wir lange Bambusstöcke und allgemein Bambusstöcke. Vielleicht respawnt die Machete ja auch irgendwann. Aber ich sehe den Machetenskill ja auch gar nicht. Ich gehe mal lieber nicht darunter. Ich sehe mich nicht, wenn ich da wieder in den Ameisenhaufen reinrenne. Pack mal diese Blätter hier mit kaputt. Braucht nämlich eh kein Mensch. Diese blöden Kackblätter. Gott, sind wir schon schnell mit der Machete mittlerweile. Wir können auch richtig gut mit der arbeiten. Flex mich einfach durch den Dschungel. Das war die Machete. Kann ich eigentlich sowas auch mit den Fäusten zerstören? Es geht nicht so gut. Ich nehme mal die Bambusscheite mit. Mehr als drei gehen nicht, okay. Die kann ich ja problemlos einsammeln schon mal. Dann habe ich sie, wenn ich sie dann brauche. Brauche ich auch Bambusscheite? Sieht nämlich fast so aus. Aber es ist keiner. Dann schmeiße ich das einfach mal alles hier hin. So, auf Vorrat. Dann kann ich nämlich dann ganz schnell weiterbauen, wenn ich das möchte. Ich werde zwischendrin auf jeden Fall Seile suchen müssen. Weil die gehen echt aus. Und ich brauche Steine. Ich glaube, ich lege mich schlafen. Es ist viel zu dunkel. Ich werde absolut nichts finden. Ich schlafe bis um 6. Okay, wir werden was essen müssen. Wir haben nicht mehr viel. Was fehlt denn uns? Uns fehlen langsam Proteine. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, ich muss irgendwo ein paar Tiere suchen. Allerdings brauche ich auch Steine, denn ich kann keine Klingen mehr herstellen gerade. Okay, mit meinem Speer werde ich das schon schaffen. Obwohl, wenn ich echt drüber nachdenke... Ich esse mal kurz die Kokosnüsse hier leer. Dafür habe ich sie ja. Ah, mit einmal... Wenn ich sie geknackt habe, fangen sie an zu verfallen. Das ist interessant. Uns geht es gut. Uns fehlen drei Elemente schon mal. Hier ist irgendwo eine Schlange. Ich sehe die bloß nicht. Blöde Schlange. Da ist eine Spinne, die könnte ich auch töten. Brasilianische Wanderspinne. Naja, jetzt ist es mein Essen. Wo ist diese blöde Schlange?
Den nehme ich mal kurz mit und trage ihn mal zu meinem Unterschlupf. Den könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich so ein... Ach, noch ein Stein. Da wäre es schon praktisch, zu zweit zu sein hier. Jetzt habe ich 21 trockene Blätter. Ich glaube, ich kann aufhören, die zu sammeln. Wenn ich daran denke, wie ich mich teilweise keine mehr hatte. Wieso liegt in diesem... Ich vermute mal, das ist ein Spawnpunkt für diese großen Steine, denn aus irgendeinem Grund liegt hier alles voll mit großen Steinen. Im Haus, komischerweise. Die spawnen im Haus. Ja klar, wir haben ja schon gesehen, dass die aus irgendeinem Grund von oben fallen. Das müssen alles Meteoriten sein. Die können wir alle auf eBay verkaufen und dann wären wir reich. Das Feuer wird noch eine Weile halten, schätze ich mal. Wie lange hält diese Spinne? Ja, noch einen ganzen Tag, bevor sie vergammelt. Ich hätte aber lieber gerne eine Schlange, wenn ich ehrlich bin. Die sind schön nahrhaft. Ich glaube, die Schlange ist abgehauen. Soll mir auch recht sein, Hauptsache, die beißt mich nicht. Ich gehe mal lieber nicht so durchs Wasser. Jetzt sehen wir erstmal die Größe dieses Bambuswaldes da hinten. Ah, okay, nicht so wirklich. Hab mich geirrt. Wir sehen nicht viel vom Bambuswald. Okay, ich guck mal weiter, vielleicht finden wir hier noch irgendwas Schönes, was uns voranbringt. Ich gehe aber mal hier hinten dann, glaube ich. Eigentlich wäre die Machete jetzt optimal, damit ich hier einfach durchschlage mit einfach wahllos alles zerstören. Gott, wo habe ich denn diese? Das sind echt viele trockene Blätter. Ich glaube, da sollte ich was zurücklassen. Okay, hier ist ein Weg, dem folgen wir einfach mal. Vielleicht finde ich die Stelle, wo ich das Bett gefunden habe damals. Aber ich glaube, die war mitten im Dschungel. Die würde ich echt gern wiederfinden. Ist das eine Schlange? Die sammeln wir einfach mal. Ich habe sie verfehlt. Ein Glück sind die so blöd und warten. Ach, geht doch. Eine südamerikanische Klapperschlange. Und hier ist irgendwas mit... Hier ist irgendein Tierkadaver. Oder... Könnten auch wieder ein Bienennest sein. Was auch nicht schlecht wäre. Das mache ich kaputt und klaue mir den Honig wieder. Da ist eine Kokosnuss, die hole ich mir auch. Oh, ein Leguan. Okay, der ist weg. Aber hier war ich auch schon mal, ich erinnere mich. Okay. Gut. Bleib mal stehen. Ach, Menno. Blöder Leguan hat Angst vorm Tod. War eigentlich gerade eine Kokosnuss? Geh mal den Weg. Ich nehme ein paar Steine mit wieder. Ah, da ist er, der fette Egel. Was ist das? Nur ein Stein.
Aber wir brauchen ein paar Steine. Machen wir uns wieder eine Axt raus. Und wir haben keinerlei Seile mehr. Ich muss ganz dringend auf Seiljagd gehen. Steine brauche ich eigentlich nicht unbedingt, aber Seile kann ich halt nicht anders herstellen. Die muss ich halt von den Bäumen finden. Da könnten Seile sein. Das sieht zumindest nach einer Lianenpalme aus. Nach einem Lianenbaum. Und es sind Seile dran. Schade, dass ich nicht mehr lagern kann als 10 Stück. So hungry. Was fehlt denn? Oh, so ziemlich alles. Kein Problem, kann geholfen werden. Wir trinken, sammeln und essen einfach die Kokosnüsse. Okay. Vielleicht sollte ich schon zurückgehen mit den Seilen. Nee, das ist keine Tabakpflanze. Aber ich habe auch gar nicht geschaut, wie spät es ist. Das ist eigentlich recht. Eigentlich müsste es doch Tag sein. Warum ist das hier so dunkel? Wahrscheinlich trinkt einem. Ach so, wahrscheinlich auch wegen Regen. Wenn ich schon mal da bin, nehme ich Stöcke mit. Hier ist irgendwo ein Frosch. Sieh mal einer an, hier waren wir anscheinend. Ne, Moment. Hier waren wir noch nicht. Ich wollte gerade sagen, sieh mal einer, hier waren wir schon, aber nee. Ach, ein eingeborenes Dorf. Toll. Das fällt mir auf, aber dieses riesige Dorf hier sehe ich nicht. Ah, das ist dieses eingeborene Dorf, okay. Den Steinkreis haben wir schon gelernt. Pfauenbarschfleisch ist verdunkt. Ich verstehe nicht, warum die Eingeborenen hier alles verderben lassen. Stammesfeuer anzünden, nehme ich mit. Und hier wurden wir damals von dem blöden Tiger angegriffen. Okay, wir haben es Trockengestell gelernt, immerhin. Bambus-Trockengestell, klar. Verdorbenes Obst lasse ich mal lieber. Ich könnte ja aber ein Feuer machen in der Zeit. Und mal einfach mal ein Stammesvereinzug. Stock und Seile, okay. Lagerfeuergestell, das könnte ich auch mal probieren. Bambus-Trockengestell. Bambus-Trockengestell. Ach, dafür brauche ich wahrscheinlich die Haken. Lagerfeuer. Mach mal ein kleines Feuer nochmal hier rein. Ich habe keine, hab ich keine kleinen Stöcke mehr.
Okay, ich nehme mal den langen Stock hier und sammle den, dann habe ich die nötigen. Warum sind die Eingeborenen nicht mehr hier? Oh, Knochen. Ah, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, ich brate mir das und ich brate mir das. Und kann ich das Ding hier auch braten? Ja, kann ich drei Sachen dran braten. Wir brauchen dringend Proteine und Wasser. Aber Wasser ist ja eigentlich kein Problem. 50 Hydration, hatten wir das alles gebraucht? Vielleicht ja schon. Egal, ich esse dann erstmal die Sachen hier. Ich esse erstmal die Spinne, die wird wahrscheinlich ordentlich geistige Gesundheit abziehen. Gehe ich davon aus, was ist das hier? Ah, Holzscheite. Ich habe recht gehabt, es gibt Bananen, aber ich finde sie nicht. Der Kochskill ist immer gut. Wenn ich da runtergehe, komme ich wieder an den Strand. Die wird garantiert nicht gut sein für unsere Gesundheit. Geistige Gesundheit minus 5, aber Proteine. Ah, super, das füllt unsere Energie wieder auf. Und da ist eine Kokosnuss, die will ich haben. Warum habe ich jetzt geschlagen? Ich habe keine Ahnung. Das wollte ich gar nicht. Wenigstens werden wir diesmal nicht von diesem blöden Tiger angegriffen. Der dann wieder abhaut, nachdem er uns schwer verletzt hat. Ah ja. Und das ist eine von den Markierungen, durch die man nicht gehen darf. Ich mach's trotzdem und es war niemand da, um mich aufzuhalten. Noch eine Kokosnuss. Das ist keine Kokosnuss, das ist ein Survival. Gürteltierfleisch. Cool, kann ich Bogenskill erhöhen. Ui, ich habe eins erwischt. Ein Pekari. Könnte fettes Fleisch geben. Noch nie davon gehört. Was gab's hier noch? Ja, die ganzen Knochen kann ich natürlich nicht aufnehmen. Ach Mist, jetzt ist das Feuer wieder gelöscht. Aber es bringt ordentlich Güter. Und die sind auch sehr willkommen. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass kein einziges dieser, also kein einziges Banner, Bananending hier hat eine einzige Banane dran. Wenn ich mein Bogenschießskill hoch genug habe, kann ich wahrscheinlich die ganzen Tiere one-shotten. Was ist das? Sieht eklig aus. Ich lasse es mal. Könnte auch mal versuchen, Vögel zu fangen, aber warum eigentlich?
Vielleicht treffe ich auch irgendwann mal wieder auf Stellen, wo ich schon mal war. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Und mit verbesserten Skills habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich besser gegen wilde Tiere überlebe, weil ich mehr Schaden mache. Die sind irgendwo Bienen, ich höre es, aber ich sehe sie nicht. Wahrscheinlich. Und eine Klapperschlange, ich renne wahrscheinlich gleich in eins von beiden. Ach, da sind sie. Da, das ist ein Eingeborener. Da. Komm nur her. Tja, jetzt bist du tot. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob es ein Eingeborener ist, aber es war einer. Stammesspeer. Au, da schießt jemand mit dem Bogen, wie es scheint. Ich renn mal weg, da ich ihn nicht sehe. Ich denke mal, die Stammessachen sind besser als das, was ich habe. Ah, es waren schon zwei. Kacke! Der folgt mir ja. Ich glaube, ich sterbe gleich. Muss gucken, ob ich meine Wunden irgendwie verarzten kann. Ich habe gar keine. Doch, ich habe eine Wunde. Dir gebe ich. Wow. Bogenschützenduell mit Eingeborenen. Ich glaube, er ist gestorben. Oh, ein Stammesverhältnis, danke. Ich vermute, er ist an der Blutung gestorben. Wie kann ich mein Leben erhöhen? Okay, ich bin verarztet. Das dürfte schon mal nichts passieren. Schön, dass die auch verbluten können. Okay, langsam erholen wir uns. Das ist schön. Mit Schmerzmittel hältst du wahrscheinlich. Ich esse mal welche. Ach, dafür sind die da. Oh, uns geht's besser, okay. Varaga. Lalalala. Ich schneide mir einen Menschen zurecht, weil ich's kann. Viermal Menschenfleisch. Obsidian-Knochenklinge. Die ist garantiert besser als diese Stockknochenklinge. Ich bin voll überladen.
Ist mir aber egal. Warum bin ich eigentlich überladen? Ah, okay. Menschenfleisch wiegt sehr viel. Ihr wisst, was ich mit dem Menschenfleisch mache. Ich werde es einfach nur kochen, damit ich den Kochskill erhöhe und dann werde ich es wahrscheinlich zerstören.